Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Heute geht's in den VR Showroom. Wir haben etwas ganz Besonderes, denn wir haben die PSVR 2 von Sony zugeschickt bekommen. Vielen Dank erstmal dafür. Und ja, ich bin so ganz kurz mal im VR Showroom gewesen und fand das echt extrem krass. Man muss es wahrscheinlich trotzdem selbst mal gemacht haben, um es auch nachvollziehen zu können, die Faszination. Aber ich dachte mir, so eine halbe Stunde ORN wäre doch echt richtig, richtig, richtig geil und deswegen gehen wir da rein. Erstmal zwei coole Sachen. Zum einen haben wir hier auch eine eingebaute Kamera. Das heißt, hier seht ihr zum Beispiel meine Controller-Kollektion, was ich hier alles so habe an Controllern. Das dürfte der BB-8-Controller sein. Da habt ihr auch meine Spielesammlung und so weiter und so fort. Da habt ihr zum Beispiel die F1 2021 Special Edition und sowas. Richtig krass. Ich hatte halt vorher nur die Standard Oculus der ersten Generation und die erste Generation PSVR und da war es halt so, dass du ja keine Kamera drin hattest. Das war für mich so Hightech, das war mein erster Magic Moment. Ja, darüber hinaus, sehr, sehr coole Sache ist auch, dass ihr im Prinzip das alles jetzt nicht in VR seht, sondern nur das, was auch in VR dargestellt wird, ist dann quasi auch in VR gecaptured. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel ganz normal das Menü, wie ihr es auch sehen würdet, wenn ich keine VR-Brille anhabe. Das ist anders als zum Beispiel in Drive Club, wenn ich da mit dem Kopf gezittert habe und kommentiert habe, während ich irgendwie im Menü war. Da habt ihr das auch gesehen und das war irgendwie weird und keine Ahnung was. Hier ist es halt einfach sehr, sehr ruhig und stabil und ich kann zum Beispiel hier die Brille nochmal gerade ein bisschen bewegen und gucken, dass es für mich alles einfach passt. Einrichtung ist, by the way, super easy gewesen und ja, jetzt gehen wir mal rein in den VR-Showroom. Auf diesem Kanal habe ich noch ein weiteres Video vor, nämlich einen Zeitenvergleich zwischen VR und Nicht-VR. Der Rest wird auf dem Uncut-Kanal kommen und den werde ich euch am Ende des Videos verlinken. Gehen wir mit dem Ferrari da Ferrari in den Raum im japanischen Stil. Das passt, finde ich, sehr gut zu dem Auto, zu der Karre, wie auch immer. Egal. Okay, let's go. Ich habe einmal, glaube ich, einen LaFerrari in Real Life gesehen und ich bin auf jeden Fall nicht so nah rangegangen, wie ich es jetzt gerade tue. Aber es ist einfach nur geil. Bei Gran Turismo hast du auch so eine Detaildichte. Es ist einfach nur insane. Wenn man sich mal so verschiedene Sachen anschaut. Alter, du siehst ja sogar um die Löcher drumherum so kleine Ringe. Das ist halt, die da spiegeln. Du siehst halt unfassbar viel in der Bremse auch. Du siehst sogar die ganzen Details auf dem Reifen. Never inflate beyond 123. Sport. Sind das Pirelli-Reifen? Keine Ahnung. Aber die Bremse... Boah. Du kannst halt dich bewegen mit dem linken Stick. Wenn du den quasi einmal bewegst, dann kommst du ums Auto herum. Du kannst mit dem rechten Stick quasi auch dich drehen. Und du kannst auch, wenn du die Sticks reindrückst, entweder hoch oder runter. Jetzt fragt man sich, warum sollte man hoch wollen? Tendenziell will man doch eher runter, um die Details des Autos zu sehen. Das sehen wir gleich, warum man hier nochmal durchaus hochgehen sollte. Oh. Ich finde ja, dieses Auto ist ultimativ schön. Oh. Oh, schöne Aussicht auch. Was wir auch machen können, ist die Tageszeit zu ändern. Hallo. Der Seite haben wir geschlossen. Und jetzt sieht das einfach nach Slender oder so aus. Alter. Boah, aber wie das Carbon hier plötzlich spiegelt. Oh mein Gott, gehen wir runter. Oh. Wild. Ey, du siehst auch innerhalb der jeweiligen Leuchten noch so kleine Details, so kleine Texturen. Also die Detaildichte bei den Gran Turismo Autos, die ist halt wirklich Wahnsinn. So.
Und wenn man sich fragt, warum sollte man hoch wollen, ganz einfach. Kannst auch übers Auto fliegen. Saint-Gobain Sécurité. Oh, Alter. Es könnte passieren, dass ich jetzt eventuell ins Auto reinglitsche. Wenn das passiert, seht ihr gleich auch, was quasi dann die Ingame. Boah. Repräsentation des Spiels ist. Junge, ey, wie detailliert sogar. Ah ja, da haben wir's. So, ich gehe mal komplett rein mit dem Kopf. Also, ihr kriegt im Prinzip das Fahrzeug angezeigt, aber ihr könnt ja im Prinzip ein bisschen weiter hoch. Der Ferrari-Schriftzug ist ja mal so detailliert. Boah, und die Spiegelung auch. Ey, ich meine, wir haben diese kachelförmige Decke. Und da spiegelt sich hier gerade alles drin. Oh Mann, apropos Spiegeln. Ah, der Spiegel funktioniert hier tatsächlich nicht, aber egal. Das ist für mich so ein kleiner Punkt. So, gehen wir rein. Machen wir das Licht an. Ich finde halt eine Sache bei Ferrari sehr, sehr cool. Übrigens, wenn ihr Gameplay mit dem LaFerrari sehen wollt, das habe ich dann auch auf dem Uncut-Kanal. Ich finde halt eine Sache, also gut, mehrere Sachen sind hier cool. Wenn du ans Lenkrad greifst, hast du halt auch legit ein Lenkrad so. Ich meine, gut, ich sehe jetzt meine Hand natürlich in VR dann nicht, aber du hast so quasi das haptische Feedback, was du auch eigentlich siehst. Und krass ist auch, wie viel Carbon wir hier haben. Also, es ist echt insane in diesem Auto, wie viel Carbon du hast. Was bei Ferrari immer cool ist, du hast die Blinker halt ebenso auf dem Lenkrad als Knöpfe. Das finde ich eigentlich immer sehr, sehr geil. Ansonsten ist die ganze Kiste einfach Carbon, ey. Mach mal ein bisschen dunkler. Ja, jetzt fällt die Sonne hier rein, perfekt. Dann sehen wir auch einfach mal das ganze Carbon. Digi, der ganze Innenraum. Diese drei Buttons hier sind genau wie im 488 Pista zum Beispiel. Boah, das ist krass. Du hast halt ein bisschen etwas, was nicht Carbon ist, was halt zweckmäßig einfach mal ein anderes Material sein sollte. Ich meine, nur Carbon am Lenkrad haben ist halt auch ein bisschen unangenehm. Der Rückspiegel ist ja anders wild. Also, geil. Holy moly, ey. Wie hieß nochmal das springende Pferd? Cavino Rampante? Hieß das so? Gehen wir zum nächsten Auto. Wollen wir vielleicht nochmal einen weiteren Ferrari machen, ehe wir zum Beispiel zum McLaren MP44 kommen? Ich glaube, den will jeder von euch sehen. Oder auch, boah, zu ein paar anderen Autos. Wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen durchswitchen. So, jetzt erstmal hier Boxengarage 1. Ich glaube, da passt der gut rein. Ich habe auch noch mehrere Accounts, das heißt, wir können auf jeden Fall auch nochmal uns ein, zwei andere Autos anschauen. Boah. So, Tageszeit ändern, die Sonneneinstrahlung irritiert mich gerade. So, wenn ihr euch nicht langsam ums Auto drumherum bewegen wollt, könnt ihr auch mit L1 und R1 verschiedene Positionen annehmen und könnt dann sagen, so, okay, jetzt gucke ich mich hier mal so ein bisschen um. Das ist die Fahrzeugnummer 10, das ist das Auto von Pierre Gasly. Boah. Digi, du machst das Licht an. Ey, schaut euch das mal an. Du hast halt die Textur auf dem Glas. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer. So, da haben wir das Ferrari-Logo. Und jetzt gehen wir hoch. Ja, oh Gott, das ist auch. Ey, das ist so krass einfach. So, drehen wir uns mal langsam um. Ja, also man sieht so allerlei Details, die hier auch gerade am Werkeln sind. Ah, hier sogar der Scheibenwischer. Natürlich, warum sollte der ohne Details umgesetzt werden? Das ist doch logisch. Wird alles mit Details hier umgesetzt. Boah, dann hast du hier die Leuchten. Es sind wahrscheinlich die Leuchten wegen Elektro, hier, also Hybridmotor, ne? Dass man weiß, ob das Auto sicher geborgen werden kann oder nicht. Alter, ich hoffe, dieses Hin- und Her-Drehen ist jetzt für euch nicht zu ruckartig. Also hier geht es halt, aber ich steuere das Ganze ja auch. Ah, das war zu viel. Okay, also man kann jetzt nicht je nach Fahrzeug immer exakt auf dieselbe Nähe an das Auto rangehen.
Also die Boxen sind ein bisschen anders gemacht, unterschiedlich gemacht. Beim LaFerrari hatte ich das Gefühl, okay, wir konnten auf jeden Fall ein bisschen näher ran nochmal an das Fahrzeugmodell, ehe wir quasi kollidiert sind. Oh. Ey, guckt euch diesen Anblick, Mann. Der sieht so böse aus. Der sieht so böse aus. Oh. Ich fange hier gleich an zu weinen. Oh. So, jetzt. Ah. Schön auch über in Richtung Unterboden gucken. Oh. Es ist ein echt mächtiges Auto, ne? Er sieht halt schon unfassbar geil aus. Ganz kurz, drehen wir uns mal in die Richtung. Versuch irgendwie hinter die Bremse zu blicken. Kann sein, dass da nichts modelliert ist. Aber ey, ganz ehrlich, wenn ich hier sowas sage, das ist halt auf so einem hohen Niveau, wollte ich mal gesagt haben, ne, auch. Weil Gran Turismo, ihr seht, also allein die Textur auf der Bremsscheibe, das ist so insane. Ihr habt da sogar einfach so eine, Seriennummer oder so drauf. Ja, ich finde, Innenraum... Oh ja, entfaltet sich mit Licht am besten. Warte mal, kommt die Sonne gerade rein? Je nachdem, ob ich mein... Nee. Unabhängig von meinem Kopf. Also, müsste ja ein Carbon-Lenkrad sein, aber das kommt hier, glaube ich, einfach in diesem Raum noch nicht so rüber. Gehen wir einfach in einen anderen Raum rein. Oha. Boah, das ist halt echt die Idylle schlechthin, ne? Ich habe übrigens das Spiel mal gemutet. Es gibt hier gerade Vogelzwitschern, weil im Hintergrund immer ein bisschen Musik gespielt wird. Und die spiele ich dann einfach selbst ein. Aber eine Sache muss man halt sagen, ne? Auch wenn die Spiegel an sich jetzt hier nicht so funktionieren, wie wenn du normal spielst, die Spiegelungen funktionieren. Moment, ich muss das mal zentrieren für mich. So. Ja, genau das wollte ich sehen. Das ist nämlich ein bisschen eindrucksvoller als das Lenkrad beim LaFerrari. Da hast du auch hinten auch nochmal Carbon. Boah. Junge, ey. Da müsste, glaube ich, eine Kamera sein, wo du quasi statt, genau, dem Rückspiegel eine Kamera hast. Alter. Ja, hier kannst du ein bisschen, wenn du mal Luft brauchst, gucken. Die Carbon-Sitze sind ja mal anders wild. Also, du hast natürlich hier ein bisschen Alcantara, wo, wie gesagt, du halt eben was brauchst. Aber ansonsten ist halt hier Carbon hier noch ein bisschen mehr als im LaFerrari. Halleluja. Alter Verwalter, ey. Okay, gehen wir mal ins nächste Auto. Ich glaube, ich nehme mal einen Fan-Favorite mit rein. Let's go. Der McLaren MP44. Der wird von euch wahrscheinlich gewünscht werden. Wenn ich ihn nicht zeige, werdet ihr mich wahrscheinlich... Oh. Stadt der Künste und Wissenschaften. Hm. Ich weiß nicht so recht, was ich sagen soll gerade. Ah, hier haben wir die verschiedenen Settings für den Frontwing. Boah, wie cool ist das denn gemacht? Alter. Ist krass, wie simpel das damals funktioniert hat. Vorne Pullrod. Und ein bisschen die Bremsbelüftung. Die ist wahrscheinlich drin auch nicht so ultra detailliert gemacht. Ansonsten könnte eventuell Polyphor Digital wahrscheinlich in dieselben Probleme kommen wie Racing Point. Oh, Alter, hier kannst du aber durch die Bremse durchgucken.
Guckt's euch an! Dahinter ist das Auto rot! Und hier halt nicht mehr! Alter, du kannst legit... Boah! Ah! Nein! Warte! Oh, komm ich da nicht zum Seiten... Komm ich hier hoch? Wir können ein bisschen in den Seitenkasten gucken, aber auch nicht so viel. Ah, ärgerlich. Der anderen Seite vielleicht. Tricksen wir das System möglichst aus. Ich war ja einmal in Woking zu Besuch. Und das war auch absolut wild. Okay, ich merke bei dem, bei dem McLaren MP44 kommen wir schneller an die Grenzen. Hat er eine Pushrod hinten? Also wie der Red Bull aktuell, ne? Also auch seit 2022 schon. Crazy. Oh, hier haben wir auch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten für den Heckflügel. Alter. Eines der ersten Fahrzeuge mit einem vollen Kohlefaserchassis. Wo du hier nicht alles reingucken kannst, ne? Junge! Oh mein Gott! Alter! Dieser Diffusor! Anders wilde Konstruktion! Nein! Lass mich doch näher dran! Egal, so viele Sachen anschauen, wie man nur kann. Ins Auto reinsetzen. Ja, aktuell, ich stimme zu, ich bin sehr nah bei 7, was die Härte angeht. Oh ja. Oh ja. Okay, das hat in der Folge, in der ersten Episode, die auch schon auf dem Uncut-Kanal ist, beim Fahren nicht geklappt. Ich kann nach hinten schauen. Oh Gott. McLaren MP44, Chassis Nummer MP445. Da haben wir Kabelbinder. Alter! Boah! Das ist schon crazy. 4 ISO 8853 1985. Williams, nicht Williams. Made in England. Boah, und da können wir noch zu den Pedalen durchgucken. Da haben wir den Schaltknüppel. Alter. Und da haben wir das Kabel, das sich auch beim Fahren mitbewegt. Da haben wir Licht an und aus. RF Power. HMS Boost Radio. Fire Mix. Reset. Inst. Fuel Oil. Boost, Ignition, Pumps. Was haben wir hier? Radio. Da haben wir noch irgendwas. On. Ah, Front und Rear Brake. Kannst wahrscheinlich die Bremsverteilung ein bisschen einstellen. Da haben wir wahrscheinlich hier Turbo. Mein Hirn. Ladedruck. Genau. Da hast du doch die Drehzahl mit dabei. Ja, fängt natürlich erst ab 7000 an. Warum auch schon früher? Boah. Ja, und der Ort ist... der Ort ist auch geil. Warte mal. Tageszeit ändern? Boah, Junge, ey. Jetzt sieht man sogar noch mehr Details. Alter Falter, ey. Boah. Ich will das Auto nochmal so sehen, warte. Wie komme ich hier raus? Nein! Ich will das Auto bei Nacht sehen. Ey Leute, das ist schon krass. Das ist schon krass. Warte mal. Okay. Ja. Sehr schönes Auto. Sehr, sehr schönes Auto. Gehen wir weiter. Was gucken wir uns jetzt an? Auf geht's. Fahrzeug wechseln. Mal einen alten Porsche anschauen. Mal einen alten Audi A8 anschauen. Gehen wir mal in den Porsche. So, gucken wir uns hier mal kurz um.
Autohändler, legendäre Autos, Brand Central. Ich fand ehrlich gesagt GT-Café bis jetzt am schönsten. Oh, Junge. Ey, die Sitze sehen auch so geil aus. Das sehe ich halt jetzt schon, wie gut die Sitze aussehen. Sport Tires. Achso, das sind wahrscheinlich keine Hersteller, sondern es ist wahrscheinlich hier die Gran Turismo eigenen Reifen, die sie haben. Porsche Drive Block System. Carrera RS. Oh, geil! Ah, ich liebe ja so alte Vedine-Elemente, so komplett analoger Stuff. Oh Mann, ey. Oh. Oh. Die Autos kann man ja gar nicht so appreciaten, wenn man die einfach nur fährt, ne? Also ich muss sagen, ich bin ja immer wieder an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ey, du könntest viel easier neuen Content machen, wenn du ein bisschen die Detaildichte von Gran Turismo zurückfährst. Aber jetzt für VR muss ich halt sagen, lohnt sich das mit der Detaildichte absolut. Das ist halt echt cool, wenn du halt dann so eine Detaildichte hast, dass du im Prinzip, also das ist jetzt zum Beispiel einer der ganz, ganz wenigen Faktoren, aber wenn du, guck mal, selbst wenn du hier rangehst, da verschwinden diese schwarzen Streifen um den Türgriff herum. Ja, da kommst du rein und dann gehen wir auch rein. Puh. Ey, ist auf jeden Fall gemütlich. Ey, das hatten die schon früher, dass du hier quasi, dass du hier quasi so einfach nur, oh Gott, wie gesagt, also dass du hier einfach nur Stoff hast, woran du ziehen musst, damit die Tür zugeht. Ey, wie gesagt, sorry, mein Wortschatz ist gerade vielleicht ein bisschen eingeschränkt. Da hast du eine Anlage, nice. Da hast du so ein paar Klimaelemente und Co. Wie cool ist das denn? Aber auch nicht so viel mehr, ne? Also ein Porsche Carrera RS muss halt nicht mit so viel auskommen. Schaltknüppel, 6 Gänge hast du. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, jetzt ist es noch ein bisschen heller. Jetzt spiegelt hier alles ein bisschen mehr. Schaut's bei Nacht aus. Oh ja. Lol, was haben wir hier? Ist es ein CD-Wechsler oder was ist das? Oder sind das so Kassettenfächer? Sind das so Kassettenfächer? Kann sein. Kann sein. Ich bin gerade ein bisschen überfragt bei manchen Sachen. So einen alten... Komm, gucken wir uns den alten VW-Bus mal an. So, ganz kurz mal die Brille richten. Bevor ich hier weitergehe. In... Küste. Stadt und... Bruder, wo ist das? Junge, was ist das für ein Ort? Ja, und wen haben wir denn hier? Hallo? Ja, auch hier wieder beim Scheinwerfer super viele Details. VW Typ 2. Kann man auch schön jetzt schon mal reinschauen. Da sieht man auch die drei Sitzreihen. Ah, es ist schon echt cool gemacht. Es ist schon richtig, richtig nice. Ja, hier werden wir im Innenraum jetzt nicht so enorm viel haben, aber wir können theoretisch mal so einmal hoch. Ja, ich meine, du siehst halt auch sogar so ein paar Zerknitterungen hier oben und so. Das ist halt schon richtig, richtig cool und das sieht auch alles nicht einheitlich aus. Das gibt dem so einen realistischen Flair, statt irgendwie jedes Mal denselben Knick oder so irgendwo reinzumachen, hast du halt auch eben so ein bisschen Unterschiede drin. Und das ist cool. Das ist sehr, sehr nice. Boah, gehen wir rein? Ey, warte mal, ich will erstmal diesen Ort bei anderer Tageszeit nochmal sehen, warte. So... Okay, das sieht auch krass aus. Warte mal, kann es sein? Ey, sag mir nicht, dass das Wasser so ein bisschen mitwippt. Doch, es ist zwar ein ziemlich, also es ist ein Effekt, der sich recht schnell wiederholt. Also da ist es jetzt nicht so wie beim Auto. Aber das fällt dir halt nur auf, wenn du wirklich ganz, ganz spezifisch drauf schaust aufs Wasser. Wie geil ist das denn? Ja, ey, im Porsche Carrera RS brauchst du eine Klimaanlage und hier Radio und so. Und hier hast du im Prinzip so gut wie gar nichts.
Das ist ja mal geil. Der ist ja komplett nackig. Okay, das finde ich extrem funny gerade. Das ist richtig, richtig lustig. Das ist ulkig, ey. So. Ganz kurz, es gibt noch so ein, zwei Autos, die gehören ins Parkhaus. Ja, beziehungsweise kann man da, finde ich, coole Fotoshootings machen. Wir gehen uns jetzt mal ein neues Auto kaufen. Nämlich einen BIMF. Den habe ich auf einem anderen Account, aber den gucken wir uns jetzt einfach mal hier an. Let's go. Oh, wollen wir das Safety Car nehmen? Wie siehst du denn im Interieur aus, Kollege? Komm, wir nehmen den normalen M4. Aber wir nehmen den mal in Blau. Oh, warte mal. Ich muss mir den gar nicht kaufen. Haha. Ja. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Findet ihr eigentlich mittlerweile den neuen M4 schöner? Oder seid ihr immer noch an dem Punkt, dass ihr sagt, nee, die neuen Nieren gefallen mir nicht, ich mag den alten mehr. Die Scheinwerfer sind so krass detailliert. Also, da kann zum Beispiel der Kühler nicht ganz mithalten, aber auch hier wieder, ey, Kritik auf hohem Niveau. Auf sehr, sehr hohem Niveau. Es ist halt krass. Oh. Gott, Alter, das sieht alles schon heftig aus. M4. Ey, die Spiegelungen sind so krass. So sehr ich mich verwundert gezeigt habe darüber, dass die Spiegel selbst nicht funktionieren in diesem Modus, beziehungsweise sie blenden halt dein eigenes Auto aus, so überrascht bin ich, dass die Spiegelungen noch viel gelungener sind, als man es sich vorstellen könnte, ey. Ich meine, das sieht anders wild aus. Fettes Auto. Ey, guckt euch auch mal die Detaildichte hier an. Brudi, was ist hier los? Ja. Ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht vorher in einem LaFerrari und einem FXXK gesessen hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich ausrasten und mir denken, meine Güte, was ist das für ein Innenraum? Aber so cool das auch ist, ich habe die Messlatte leider sehr früh sehr hoch gelegt. Das tut mir leid. Wir können aber ganz kurz den Z8 uns angucken. Boah, und dann können wir nochmal gucken, was wir noch haben. Vielleicht machen wir ein etwas längeres Video draus. Und ich vergnüge mich hier noch ein bisschen. Oh, warte mal. Hebt sich das da wirklich ein bisschen an der Stelle ab oder kommt es mir nur so vor? Ist das auch in echt so? Oh, da hat jemand bei den Spaltmaßen bei BMW aber nicht so saubere Arbeit geleistet, oder? Auch wenn ich mir hier die Motorabdeckung anschaue. Das sieht halt schon nicht so 100% sauber aus. Ich mache nur Spaß, Leute. Oh, Mann. Oh, hier kannst du auch schön durch einen Kühlergrill durchgucken. Dass der Z8 überhaupt noch bei den moderneren Autos ist, ist krass, ne? Das kommt mir vor wie so ein komplettes 90er-Auto in der Brand Central, also überall, wo nicht die Gebrauchtautos sind. Sind ja alle Autos ab 2000 und der ist ja dann quasi auch ein 2000er Wagen. Also der wurde auch in 2000 zumindest gebaut. Oh, ich muss gleich niesen, ey. Moment. Und weiter. Gehen wir nochmal ein bisschen hier in die Detailbetrachtung. Ah, du hast quasi ein Rücklicht, was so leicht rot drüber gewobenes hat. Aber Moment, ich zentriere nochmal. So. Boah, okay, das ist geil. Aber ich glaube, das würde mich beim Fahren übelst stören. Alter, wie hoch du den Schlüssel reinpackst. Was geht denn hier ab? Z8 übrigens preislich auch unheimlich explodiert. War vor ein paar Jahren für so 100.000 verfügbar. Oh, so Cabrio ist natürlich auch geil, ne? Oh ja. Oh, bei Nacht auch chillig.
Und jetzt ist er bei mittlerweile so 250.000, 300.000 oder so angekommen. Das ist halt echt heftig. Ah, sehen wir ein bisschen was? Ja, das dürfte hier die Kopfstütze sein, oder? Also schick. Z8 auch sehr, sehr schön anzuschauen. Der hat gar keinen Innenraum. Kann man hier eigentlich rein dann trotzdem? Das würde mich interessieren. Ich habe ja letztens so ein BMW-Showdown-Video gemacht. Okay, nee, da kommst du einfach nur in die Sicht zurück. Er sieht halt aber auch enorm aggressiv aus. Ich mag die Felgen gerne. Der hat eh sehr aggressiven Look. Das ist so ein Vision Gran Turismo Auto. Das finde ich einfach super, super schön. Einfach weil der auch machbar wirkt. Der wirkt nicht so komplett mehrere Level über dem, was überhaupt möglich ist. Oh boy. Ich habe ja ein Auto, das ich seit ewigen Jahren sehr, sehr feier. So, und heute setzen wir uns da rein. Hallo. Ich finde, er sieht auch nicht in die Jahre gekommen aus. Das ist ein Auto, das kannst du dir immer noch sehr, sehr schön anschauen, finde ich, den SLR. So nice. Ellenlange Motorhaube. Aber so ein paar hundert Ellen. Setzen wir uns mal ins Auto. Ja. Aber roter Innenraum, bin ich ganz ehrlich, was damals sehr häufig vorhanden war, ist nicht meins. Also wenn, dann eher dunkler Innenraum. Ey, im Zweifel auch roter Innenraum. Wenn du ein geiles Auto hast, warum nicht? Warum nicht? Aber ich weiß nicht. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich etwas anderes als den roten Innenraum nehmen. Aber wenn du hier in den Dings-Modus gehst, kommst du übrigens immer in den Brand Central Showroom. Ist mir gerade aufgefallen. Ja, komm, wollen wir mal in so... Oh ja, hier, let's go. AMG GTR wäre mir ein bisschen zu lame, aber den können wir uns anschauen. Wow. Hello there. Das ist echt, das ist schick, das ist richtig, richtig schick. Hast du Carbonfelgen? Nee, glaube nicht. Mal andere Beleuchtung nehmen? Nee, hat er nicht. Alter, wie sich das Rot plötzlich geändert hat, ne? Ja, ist eher ein Orange. Trotzdem, der wirkte gerade ganz anders. Ah, hier hat man auf jeden Fall Carbon-Keramikbremsen. Steht auf jeden Fall auch mal drauf. Halten sehr lange, sind aber im Wechsel sehr teuer. Hier kann man den Heckflügel auf jeden Fall auch ein bisschen anpassen, oder? Je nachdem, wie viel Aerodynamikbedarf man gerade hat. Geiles Auto. Sehr geil. Also bei Mercedes... In der aktuellen Palette gibt es nicht so viele Autos, wo mein Herz komplett flattert. Aber der AMG GT Black Series ist schon wild. Boah. Schick. Schicker Innenraum. Das ist halt schon schön gemacht. Auch diese Affalterbach AMG Logo-Geschichte sieht geil aus. Du hast hier ein Dach aus Alcantara. Hier ist alles Alcantara, natürlich auch mit Carbon hier gemixt und so. Auch das ein oder andere, auch die ein oder andere weitere Materialien mit dabei. Aber es sieht halt schon schick aus, also es ist schon schön gemacht hier in diesem Auto. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, was schauen wir uns noch an. Ferrari, gibt's da irgendwas Schönes? So. Schauen wir mal in den F8 Tributo rein. Haben die meisten vielleicht jetzt nicht so einen Riesenbezug zu? Durfte ich vor kurzem mal fahren und ist halt cool. Also ein F8 Tributo ist halt auch einfach echt geil. Der hat halt, glaube ich, eine komplette Standardausstattung, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Ja, wobei, du hast hier Carbon auf jeden Fall. Carbon Front, Carbon Lippe. Wir gehen mal oben aufs Auto.
Okay, die Ferrari-Logos an dem Kotflügel haben wir hier drauf. Ich hätte gelbe Bremssättel eher genommen. wir haben hier keinen Carbon-Splitter tatsächlich. Jetzt gucken wir mal hier. Carbon-Motorraum hat er auch nicht. Aber halt hier rein. Ey, guckt euch das mal an, was für Details du alles siehst. Das ist halt echt krass. Also das ist wirklich anders wild, wie viel du hier einfach siehst. Hier, guck mal, da zum Beispiel, da ist ein HDMI-Kabel angeschlossen. Auf der anderen Seite auch. Ich mache nur Spaß. Aber warte mal, hier drumherum hast du dann Carbon. Oh, sorry, denk grad. Hast du Carbon, aber quasi die Motorverkleidung selbst ist halt kein Carbon. Heckdiffusor auch in Carbon gehalten. Also hast hier schon eine schöne Ausstattung. Ey, ich muss halt sagen, ich weiß nicht, wie ihr ihn findet. Ich weiß, viele Leute finden zum Beispiel den 458 Italia unfassbar geil. Ist auch ein tolles Auto. 488 auch super. Ich mag den Tributo aber auch unfassbar gern. Viele Leute finden ja, dass der 458 so die Speerspitze ist. Und ich weiß nicht, der Tributo, der kam, war relativ kurz auf dem Markt und war wieder weg. Und ich habe das Gefühl, viele Leute finden, bei vielen Leuten findet der gar nicht mal so Eindruck. Viele Leute haben den gar nicht mitbekommen. Aber ich finde den schon geil. Ich finde den schon sehr, sehr geil, ehrlich gesagt. Okay, je nachdem, ob du das Licht an oder aus hast, hast du hier andere Bedienelemente, die beleuchtet sind. So, da machst du quasi den Kofferraum auf. Ach komm, Batteriezustand. Interessiert doch nicht. Heißt aber, ich muss auf jeden Fall dann bald Schluss machen. Aber wir machen mal einen Deal, okay? Ich weiß nicht, wie viele Autos ich mir jetzt noch angucke. Schreibt mir mal gerne Autos in die Kommentare rein, die ihr gerne nochmal im VR-Showroom hättet. Vielleicht machen wir da nochmal eine zweite Folge draus mit einigen Autos oder mit den Autos, die ihr euch wünscht halt. Ich gucke einfach mal, wie viele Sachen das sind. Vielleicht sind es hunderte Autos und dann komme ich da nicht hinterher mit einer Folge. Aber vielleicht sagt ihr, ey, ich hätte gerne dieses oder jenes Auto und vielleicht sind das insgesamt so 20 und dann kannst du die ja machen. So, Sonne strahlt schön rein. Wir sehen, hier haben wir drin kein Carbon, weder Mittelkonsole, noch hast du, ja doch, hier ist, diese Leiste ist immer Carbon, diese alte Leiste. Beifahrerdisplay haben wir hier tatsächlich auch nicht dabei. So, Lenkrad ist auch nicht in Carbon. Das ist ein bisschen schade, aber vielleicht ein bisschen praktikabler. Dafür hast du aber auch oben diese LED-Leiste nicht mit dabei. Ja, ist aber einfach ein schöner Innenraum. Ist auch ein ähnlicher Innenraum wie beim 458. Also das Design hat sich dann jahrelang halt auch durchgezogen. So. Boah, warte mal. Oh mein Gott. Wie konnte ich den vergessen? Let's go. Mr. Ferrari wäre sehr, sehr enttäuscht von mir, wenn ich das jetzt nicht nochmal gemacht hätte. Gehen wir rein. Tageszeit ändern. Tja, Carbon. Carbon, 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 Carbon. Nichts siehst du hier. Du hast ein bisschen Klimastuff. Nichts. Gar nichts. Das ist fast alles Carbon. Wobei, beim Lenkrad sehe ich gerade, unten hast du kein Carbon. Das ist doch Leder, oder? So, was haben wir hier? Mode, Set. Oh, das unterste kann ich gerade leider nicht lesen. Auf der anderen Seite hast du ASR, Race und Reverse. Wait. Machst du auch deine ganzen, du machst legit alles übers Lenkrad? Weil auch beim F8 oder beim 458 und so hast du ja diese Knöpfe in der Mitte. Was steht hier? Enzo Ferrari. Geil. Geil, Alter. Das ist cool. Ah, da. Ferrari F1 World Champion. Und da hast du viele Jahre angeführt. Das müsste wahrscheinlich so 2000 bis 2003 dann sein. Ich sehe gerade 4 Jahre, die angeführt wurden. Boah. Ist halt auch die Frage, ist so ein später produzierter Enzo dann auch teurer? Weil du im Prinzip, Alter, hier siehst du das Carbon. Alter, das ist krass. Ey, das ist wieder so ein Detailgrad. Deswegen sage ich auch, es ist egal, wenn irgendwas mal an einem Auto hier nicht passt. Du hast halt im...
allgemeinen so einen Detailgrad bei diesen Autos. Aber hier sieht man auch, ich kann viel näher ans Auto ran, ne? Als beim McLaren MP44 zum Beispiel. Du hast so einen Detailgrad bei diesen Autos. Das ist der Hammer. Puh. Gehen wir mal ein bisschen runter. Oh ja. Ich wollte mir den Motor nochmal anschauen. Ja, V12 haben wir hier hinten auch drin. Oh, es ist aber noch relativ geräumig hier hinten, ne? Ja, es ist auf jeden Fall wunderschön. Es ist auf jeden Fall wunderschön, sich hier auch mal wieder umzuschauen. Ey, Leute. Alter. Holy moly. Es ist auf jeden Fall... Es ist auf jeden Fall unfassbar viel an Eindrücken, was auf einen so hereingeprasst ist. Ich überlege gerade, machen wir noch ein Auto oder... Oh, es ist so ein bisschen süchtig macht sowas schon, ne? So ein bisschen Sightseeing. Komm, gehen wir in den 750 Super Veloce. Gucken wir uns hier nochmal um. Boah, es ist halt wirklich krass, so viel Sightseeing zu machen. Auch hier schöne Felge. Ich liebe halt den Detailgrad. Also mittlerweile hast du in Gran Turismo einfach so eine hohe Qualität erreicht. Das ist wirklich heftig. Das ist wirklich, wirklich einfach crazy. Abgefahren. So, die Sitze im Lambo sehen auch absolut wild aus. Absolut verrückt. Da siehst du jetzt schon überall Alcantara oder Carbon. Quasi soweit das Auge reicht. Bis auf natürlich wieder minimale Ausnahmen hier und da. Carbon-Heckflügel, Carbon-Motorabdeckung, Fragezeichen. Ja. Bei dem untersten Plättchen siehst du es nicht, aber darüber siehst du es. Oh, da kannst du auch nochmal schön in den Motor reinschauen. Ja, so diese Y-Design-Geschichten. Ich finde beim Aventador, dem steht das noch, aber ich finde halt manche Lambos ein bisschen zu übertrieben. Alter, das Nummernschildlicht ist ja mal cool gemacht. Dem Aventador, den steht's einfach. Das ist ein schönes Auto. Manche Lambos sind mir einfach mittlerweile aber leider ein bisschen zu übertrieben. Wenn mir einer einen schenken würde, würde ich ihn natürlich trotzdem nehmen, wenn ihr das machen wollt. Oh. Sehr, sehr gerne. Auch hier wieder hast du eine Schlaufe, whatever. Kannst einfach zuziehen. Ja, da hast du... Ah, sorry. Da hast du so ein Muster, so ein Y, was dann später wieder in einem Y zusammenläuft. Hier auf dem Sitz. Moment, können wir die Beleuchtung nochmal ändern? Oh ja. Oh Gott, das ist ja mal krass. Ey, was halt cool ist, auch hier wieder, diese Imperfektionen im Fall jetzt beim Alcantara. Da, ich meine, ihr kennt das, ob jetzt Klavierlack, Alcantara oder sonst was. Es gibt super viele Stoffe, super viele Farben und sonst was. Wenn du das mal anfasst, dann sieht es einfach so aus, als hätte es auch schon jemand angefasst. Es sieht nicht mehr neu aus. Und bei Alcantara ist es genauso. Und schaut euch mal hier bitte alles an Alcantara-Elementen an. Ob Sitze, selbst das Lenkrad. Du siehst einfach überall, da hat einer ein bisschen am Alcantara rumgeknubbelt. Hier hast du noch so ein bisschen gebackenes Carbon mit dabei. Sieht interessant aus im Kontrast zum, normalen, karierten Carbon, zum klassischen Carbonmuster. Alter. Ja, da unten hast du nochmal die Y-Geschichten mit dabei. Ja, ey, also ganz, ganz wild. Das ist auf jeden Fall crazy. Ich bin überrascht, dass das Dach nicht komplett Alcantara ist. So viel Alcantara, wie du sonst in der Kiste hier drin hast gerade. Eine Sache finde ich nur bei Lambo immer ein bisschen... interessant, verwirrend. Ich finde, und das habe ich auch schon beim Murcielago gesehen, das Lenkrad ist immer so super knubbelig. Also die Mitte vom Lenkrad, finde ich, die hat immer so, das Lenkrad sieht so unförmig aus, finde ich, so in der Mitte. Warum ist hier kein Lambo-Logo drauf? Hä? Nur wenn es an ist, geht's auf oder was? Jetzt sieht's gerade aus wie ein Pokéball. Boah. Auch hier schön.
Ja, und was wichtig ist bei Sitzen auch, es gibt viele Sitze, die sehen ohne Muster irgendwie ganz, ganz komisch aus. Es gibt auch Sitze, die sehen super aus. Ich glaube, beim AMG Black Series hatten wir Sitze, die normal super, super schon aussahen. Aber bei vielen Sitzen gibt es so ein bisschen Kontur oder so ein bisschen ein Muster. Gibt da auch ein bisschen was rein. Das ist cool. Das gibt es auch so beim Audi A8 als Option. So ein Raute-Dach, was man dazu wählen kann. Auch schick. Boah, es ist halt sehr, sehr schön, ne? Es ist halt sehr, sehr schön. Ja, und das, obwohl der Murcielago gute 20 Jahre auf dem Buckel hat. Also gut, das ist jetzt der LP640, ein bisschen neuer ist er. Aber trotzdem, ich finde es auf jeden Fall krass, dass der Murcielago so modern aussieht, obwohl das Lenkrad ein bisschen aussieht. Lenkrad mag ich nicht so gerne. Rest sieht aber super aus, auf jeden Fall. Okay, Leute, Alter, wir haben uns ein bisschen umgeschaut. Ich nehme mal den Huracan hier rein. Hey, wie gesagt, bisschen süchtig macht das hier definitiv gerade. So, Tageszeit geändert. Ja, ich muss. Das meine ich auch. Das sieht so klobig ist das Wort, das ich gesucht habe. Klobig aus. Der Rest sieht halt so super modern aus. Und das Mittelstück vom Lenkrad sieht irgendwie mal klobig aus. Aber ansonsten crazy, Alter. Das ist auch wieder krass. Das ist auch wieder heftig. Ja, die Sitze sind zwar recht schmal, sieht auf jeden Fall cool aus, aber in Summe würde ich sagen, beim Aventador hast du halt nochmal einen heftigeren Innenraum. Was ja auch klar ist, der Aventador LP750, das ist halt jetzt ein normaler Huracan, ne? Das ist halt eine Sonderedition von einem auch noch teureren Modell, krasseren Modell. Leute, ich würde sagen, ist jetzt auch mal gut. Ich habe jetzt genug mir hier Autos angeschaut. Oh, es waren 47 Minuten. Halleluja. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo raushauen, um nichts weiteres zu verpassen. Ich verlinke euch jetzt auch nochmal den Uncut-Kanal. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne abonnieren, Follow dalassen. Auch gerne mal eure Vorschläge, sowohl hier als auch dort. Was wollt ihr hier für VR-Showroom-Autos noch sehen? Und dort, was wollt ihr vielleicht für Strecken sehen? Was wollt ihr für Autos sehen? Fahrzeugstreckenkombinationen, alles erwünscht. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Testet es auch gerne mal aus, PSVR 2. Es ist immer empfehlenswert, dass man das testet, weil A, du kannst VR nicht erklären, egal wie sehr du versuchst, die Faszination zu transportieren. Die erste Folge auf dem Uncut-Kanal, die hinterlässt einen sehr bleibenden Eindruck, glaube ich. Das ist richtig, richtig krass, was man da sieht. Aber egal, was du machst, du kannst es halt nicht jemandem so nahe bringen, wie du es nahegebracht bekommst, wenn du selbst mal spielst. Und andererseits natürlich ist es auch wichtig zu sehen, hat man Motion Sickness oder nicht. Deswegen probiert es irgendwann mal auszutesten. Aber das ist ein echt geiles Gerät. Das ist richtig, richtig geil. Und ich freue mich auf einerseits den Zeitenvergleich, andererseits auf die vielen weiteren Videos auf dem Uncut-Kanal. Und ich freue mich auch sehr auf weitere Showroom-Runs, wenn euch das gefallen hat. Gerne eure Fahrzeuge, wie gesagt, in die Kommentare. Und vielleicht können wir das auch so ein bisschen nach Hersteller nach Hersteller einfach mal ein bisschen abhaken. Und ansonsten, ja, sehen wir uns demnächst wieder. Wie gesagt, jetzt nochmal der Uncut-Kanal in der Endcard. Da gerne auch reinfollowen und vielen Dank fürs Einschalten.